liebe Freunde, und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge der Leni und Toni Show Nummer 159. Tatsächlich jetzt gerade aktuell Montagabend 18.15 Uhr. Der Toni ist gerade von der Arbeit nach Hause gekommen und wir müssen euch jetzt unbedingt noch erzählen, was letzte Woche alles bei uns passiert ist. Ja, und zwar hat es angefangen mit dem Montag. Letzten Montag, ja, hatten wir einen Termin beim TÜV mit unserer Greta, weil die ist ja jetzt 2 Jahre alt geworden und über 3,8 Tonnen, über 3,5 Tonnen müssen sie ja alle 2 Jahre anfangs zum TÜV. Und da war ich beim TÜV und die Greta hat eine TÜV-Plakette bekommen und heißt jetzt ganz hochoffiziell Gräfin Greta von TÜV. Ja, ja. Sie hat nicht nur TÜV bekommen, sondern einen Nachnamen, ja, was man auch im stolzen Alter von 2 Jahren eigentlich schon mal auch erwarten kann. Ja, und Gräfin Greta finde ich super. Nicht so schlecht. Es ist nicht mehr in meinem Kopf, wo das Gräfin herkommt, aber es war irgendwie lustig. Auf einmal war es da, ja? Ja? Ja, wie der schöne Günther. Ja. Es muss einfach... Gräfin Greta von TÜV. Also, Leute, was will man mehr? Gut, und dann sind wir aufgebrochen nach Kappeln. Ja. Noch am Montag. Noch am Montag. Freunde. Ja, also das Auto war schon gepackt, also nicht Greta, sondern der Schwarze, weil wir hatten ja viel Zeug dabei, Werkzeug und Fußboden und wir mussten da einiges mal ein bisschen erneuern und so weiter und so weiter. Haben dann da wirklich 5 Tage lang geackert, in der Hoffnung, dass irgendwann mal doch noch Gäste kommen dürfen dieses Jahr. Doch. Mal schauen. Nein. Nein, wir sind natürlich dürfen die irgendwann mal kommen. Aber dass dann wieder alles frisch ist und parat ist, haben wir da ein bisschen, und wir haben echt viel geackert und hatten auch irgendwie, muss man mal sagen, keine große Motivation, die Kamera drauf zu halten, weil es war wirklich einfach nur Arbeit. Stimmt, aber auch dazu hatte ich keine große Motivation, das muss ich auch mal sagen an zum dieser Arbeiten? Stelle. Ja. Ja, dafür haben wir aber ganz viel gearbeitet, also das stimmt dann schon, ja. Ja, der Toni hat neuen Fußboden verlegt, wunderschön. Und eigentlich wollten wir nur in einem Haus, in einem Zimmer neuen Fußboden verlegen. Und dann waren ärgerlicherweise noch 2 Päckchen übrig oder 2 Quadratmeter, ich weiß nicht mehr genau. Und dann kam mir natürlich die tolle Idee, wir können ja noch in einem anderen Zimmer den Restfußboden verlegen. Ja, ich habe natürlich etwas mehr mitgenommen, weil... stehst du dann da und hast den passenden Fußboden nicht, um fertig machen zu können, ja. Also dann lieber immer ein bisschen mehr, ist klar. Und ja, und dann waren die paar Päckchen übrig und dann haben wir in einem anderen Haus, noch in einem anderen Zimmer ins Bad auch noch. Und ja, ja, ist halt so. Gut, ich habe zwischendurch mal geflucht, ja, weil ich keinen Bock mehr hatte, aber egal. Wir konnten aber auch nicht rausgehen, das ist das Lustige, weil draußen hat es einfach nur gestürmt und geregnet. Der Regen kam von überall und so. Ja. Und die einzige freie Minute, die es nicht geregnet hat, mussten wir Terrasse streichen. Ja. Also, da hab ich die Brüstung gestrichen und eine halbe Stunde später hat es angefangen zu regnen. Und es sind da so kleine Kraterchen drin. Sieht richtig lustig aus. Es sieht sehr lustig aus. Als wäre es gewollt. Wenn wir wieder die Muße haben und dahin fahren, dann fotografiere ich euch das und dann zeigen wir euch das. So, das ist der eine Schwank, der letzte Woche passiert ist. Der war nicht richtig lustig, der war eben sehr, sehr, sehr anstrengend. Aber was gemacht ist, ist gemacht und es muss auch gemacht werden. Wir wollten euch das nur sagen, weil wir einfach heute nichts haben, außer euch das zu erzählen. Aber wir haben überlegt, bringen wir heute überhaupt keine Leni und Toni Show oder erzählen wir euch, was letzte Woche passiert ist, damit ihr ein Lebenszeichen von uns habt und euch nicht Sorgen machen müsst um uns. Und dann haben wir uns gedacht, wir erzählen euch einfach den ein oder anderen Schwank aus der letzten Woche. Richtig. Das war einer davon. Der andere war gestern. Gestern wollten wir nämlich einfach für euch Leni und Toni Show drehen. So, und es ging damit los, dass Toni sagt, also ich muss aber noch mich ordentlich anziehen und die Haare und hier noch rasieren und ja, so weiter, weil nach 5 Tagen Baustelle hat er ausgesehen wie... Ja, ich will nicht sagen, dass ich 5 Tage nicht geduscht habe, aber ich habe 5 Tage nicht rasiert und so, also das war schon wild. Wow. Es war total wild, es war so aus dem richtigen Leben. Also erstmal, ich muss mich noch und so weiter. Also alles gemacht, dann haben wir uns überlegt, es ist ein bisschen Sonnenschein, wir fahren einfach mal schön nach Limburg, gehen Eis essen, zeigen euch nochmal die Eismanufaktur, die es auch in Limburg gibt. Und drehen da ein bisschen was. Das scheiterte daran, dass vor der Eismanufaktur 150 Meter lange Menschenschlange war, die alle Eis essen wollten, was logisch ist. Und dann haben wir ein freies Plätzchen ergattert. Da konnten wir aber nicht drehen, weil es einfach nur laut war. Menschenmengen mit Eis um uns rum standen, spaziert sind. Und also es war ein Höllenspektakel eigentlich. Alle mit Abstand und so. Also, ja, war schon das okay. Klingt war schon jetzt, in Ordnung. Ja. Nein, mit Maske das klingt jetzt schlimmer, als es war, aber es war einfach nicht zum Drehen. So. Nein. Gut, ja. War nicht. Dann hatten wir die Idee, gut, laufen wir mal auf den Domplatz vom Limburger Dom und dann zeigen wir euch wenigstens mal den Limburger Dom. Da haben wir 5 Versuche gebraucht, um was zu drehen.
Es war nichts. Nein. Also entweder war es wirklich windig, da oben hat es ein bisschen gezogen, oder es kamen Menschenmassen an uns vorbeigelaufen, oder wir haben uns verhaspelt, weil wir irgendwie auch nicht so richtig... Ja, es ging dann nicht. Also, es ging einfach nicht. Ja, manchmal geht es halt einfach nicht. Ja, da fängst du an zu schwätzen und auf einmal hörst du auf, weil du nicht mehr weißt, was du schwätzen wolltest. Ja, und während das allem haben wir uns ja überlegt, wir erzählen euch kurz, was passiert ist und zeigen euch dann die Outtakes aus dem letzten Vierteljahr, also von Januar bis heute praktisch. Und dann haben wir hier noch was zusammengehaspelt, nachdem wir es unten gedreht haben, was auch nicht gut war, als wir wieder nach Hause gekommen sind, haben wir uns vor Greta aufgebaut. War auch nicht gut, weil dann kam eine Kolonne von Autofahrzeugen vom Nachbarn, die alle da geparkt haben. Also sind wir hier hochgegangen, haben uns hier hingestellt, haben wieder von vorne angefangen und haben euch was erzählt. Und da wollten wir eben dann die Outtakes hinten dran machen. Und dann ist der Toni losgegangen, hat 2 Stunden lang Video geschnitten und kam mal wieder. Und dann haben wir festgestellt, nein, das ist Mist. Nein. Also erstens waren das nicht genügend Outtakes, um sie wirklich zeigen zu können. Und zweitens waren die auch nicht so toll, dass man sie hätte zeigen können. Ja, die waren jetzt nicht so lustig. Also es lohnte nicht zu sagen, wir zeigen euch jetzt Outtakes, ja, weil es waren nur 2. Ja, machen wir in einem halben Jahr. Machen wir, wenn wir mehr zusammen haben. Ganz und einfach. Daraufhin haben wir beschlossen, weil es ja so ist, dass der Toni jetzt im Hellen wieder heimkommt, dank der sensationellen Zeitumstellung, die wir hier haben, dass wir euch einfach heute Abend alles erzählen, live praktisch bei euch auf den Fernseher, weil ihr ja alle uns immer im Fernsehen guckt. Das hätten wir ja eigentlich streamen können, gell? Eigentlich hätten wir das streamen können, das wäre sehr lustig gewesen, das haben wir noch nie gemacht. Ja, nee, also nee, machen wir auch nicht. Die Möglichkeit des Schnittes behalte ich mir mal vor. Aber wer weiß, das ist gar keine schlechte Idee. Ja. So, könnt ihr da, das müsst ihr jetzt wissen, weil wir haben es ja noch nie gemacht, wenn man streamt, also wir streamen, könnt ihr dann da unten drunter kommentieren, Fragen stellen, irgendwas machen und wir uns mit euch unterhalten? Ja. Ach komm. Ja, das geht irgendwie, ja. Irgendwie, weißt du das? Oder nicht, also es geht, technisch ist das machbar. Ich weiß aber nicht, wie es geht und so. Also das muss man einfach mal in Erfahrung bringen. Also liebe Freunde, wenn das geht, ist es eigentlich gar keine schlechte Idee, wenn wir mal so und was machen. Das wäre bestimmt super, super lustig. Ja, schauen wir mal, ob das dann lustig wird. Gut, sag mal, wie geht's denn weiter? So, aber ein gutes hat's, dass wir jetzt erst heute am Montag drehen, weil gestern wussten wir noch nicht, dass der Vantana verkauft ist. Das haben wir heute erst erfahren. So sieht's aus. Also es stand schon so im Raum, dass es so sein könnte, aber er ist tatsächlich verkauft. Wenn ihr jetzt nicht genau wisst, von was wir reden, das ist unser letztes Herzstück gewesen. Gerade 2 Wochen am Markt, zack, ist es weg. War aber auch ein schönes Auto. War ein schönes Auto, war auch nicht so teuer, fand ich. Nee. War gut ausgestattet, aber das wisst ihr ja. Genau, weil ihr habt es ja gesehen und wenn nicht, verlinke ich es einfach nochmal am Ende von diesem Video und dann könnt ihr einfach nochmal eine halbe Stunde Hobby Vantana angucken und wir freuen uns aufs nächste Herzstück, das wir euch dann auch wieder zeigen dürfen. Ja. Ja. Steht noch nichts an, aber kommt bestimmt irgendwann. Ja. So. Genau, einmal Stellungswechsel. Ach so. Und wo ja kein Let's Dance ist die Woche. Ach so. Machen wir ein bisschen. Tja, tja, tja. Sieht keiner, aber macht nichts. Liebe Freunde, weil wir letzte Woche eben in Kappeln waren und wirklich, wir sind morgens aufgestanden und dann haben wir renoviert, geputzt und gewienert und gebonert und alles, was so geht. Und darum habe ich noch keinen einzigen Kommentar beantwortet von euch von letztem Montag und auch noch nicht zu unserem Geburtstagsvideo, glaube ich. Also, weißt du. Ja, das liegt mir wirklich... Das ist schwierig für mich, sowas, wirklich. Das belastet mich sehr. Und darum möchte ich mich erstmal bedanken dafür, dass ihr so viele Kommentare geschrieben habt, uns gratuliert habt und so weiter. Es sind Fragen aufgetaucht, die ich noch nicht beantwortet habe. Es ging um den Putzfuchs. Ich habe euch ja gesagt, da gibt es einen Empfehlungslink, auf den ihr klicken könnt und dann bekommt ihr 10% Rabatt auf euren Einkauf beim Putzfuchs. Das geht aber nur, wenn ihr euch registriert habt. Es sind wohl bei 3, 4 Leuten Probleme aufgetreten, da hat es nicht geklappt. Also ihr müsst euch registrieren. Es hat bei ganz vielen anderen geklappt. Und dann sollte das auch bei euch klappen. Sollte das dann immer noch nicht gehen, bitte schreibt an den Putzfuchs direkt, dass es nicht geht. Ich habe aber gesehen, die haben sich selber auch registriert. Es könnte sein, dass da schon der ein oder andere hingeschrieben haben und die das auch ausprobiert haben. Also es funktioniert auf jeden Fall. Da ich das aber selber so nicht gemacht habe, weiß ich es nicht. Aber... mit Registrierung muss es gehen, weil wie gesagt, bei ganz vielen anderen Menschen hat es auch geklappt. Außerdem habt ihr gefragt, wegen dem
Geschirrspülmittel, von dem ich euch letzte Woche erzählt habe, was wir jetzt selber zusammenmischen, um das in die Spülmaschine zu tun. Ich habe euch erzählt, ich habe Natron, Soda und Zitronensäure gekauft in der Drogerie, habe das zu gleichen Teilen gemischt und gebe davon 1 bis 2 Esslöffel in die Spülmaschine. Daraufhin habt ihr gefragt, ob das auch den Klarspüler und das Spülmaschinensalz ersetzt. Nein. Also es ist wirklich als reines Reinigungspulver zu verstehen. Mit dem Klarspüler und mit dem Salz muss ich noch ein bisschen forschen, ob man da auch irgendwas selber machen kann. Ich gehe fast davon aus. Weiß ich aber noch nicht. Ja, das Salz ist ja jetzt nichts Böses. Das verhindert ja nur die Verkalkung. Ja. Was die Zitronensäure ja doch auch tut. Stimmt. Ah. So. Vielleicht weiß einer von euch das. Ja, und ich forsche auch nochmal und dann gucken wir mal hier an dieser Stelle wieder und klären es auf. Womit wir beim Thema werden, liebe Freunde, nächstes Wochenende ist Ostern. Ja. Also dafür, dass es eine Kurzfassung werden sollte, wird es doch jetzt ein bisschen längeres Video. Nächste Woche ist Ostern und wir haben für uns beschlossen, dass wir mal ein Wochenende lang gar nichts machen werden, sondern nur vom Bett über die Küche auf die Couch fallen werden und wieder zurück. Und darum wird es nächste Woche Montag keine Leni und Toni Show geben. Ja, wir sehen uns. Ja. Also erst in 2 Wochen wieder. Wir machen Osterruhe. Womit wir wieder bei der letzten Woche wären. Ja. Ja. So, was ich aber trotzdem euch, also ich habe, nein, anders. Ostern ist dieses Jahr, wie auch letztes Jahr, schon wieder ganz anders für uns. Und wir haben sonst immer Ostern voll Haus und machen das mit Familie und feiern richtig schön Ostern, was mir sehr fehlen wird. Und ich weiß, wir haben das letztes Jahr auch schon so gemacht. Richtig? Ich weiß aber nicht mehr, was wir gekocht haben und was wir überhaupt gemacht haben. Und ich würde gerne was Schönes kochen und würde es toll finden, wir hatten das schon mal zu Weihnachten, wenn ihr, vielleicht auch für alle anderen, die das lesen, wenn wir uns gegenseitig motivieren könnten, auch wenn wir allein zu Hause sitzen, ein tolles Osterfest zu feiern. Vielleicht könnt ihr reinschreiben, was ihr macht, was ihr vorhabt, ob ihr grillen möchtet, ob ihr einen tollen Kuchen backt. Das würde mich besonders interessieren. Mein Herz schlägt gerade sehr für eine Biskuitrolle. Oder was ihr überhaupt kocht. Weil, das weiß ich so für uns noch überhaupt nicht. Also ich wäre euch sehr, sehr dankbar für ein bisschen Inspiration in den Kommentaren. Genau. Nicht nur für uns, sondern, wie du schon sagst, für alle anderen auch, die das dann lesen können. Ja, und das kam nämlich an Weihnachten sehr gut an. Ja. Ich weiß das noch. Das war toll, als ihr alle geschrieben habt, was ihr in der Adventszeit macht und wie ihr die Adventszeit verbringt und dass ihr im Winter grillen wollt. Gut, vielleicht, aber ich glaube, das Wochenende wird nicht mehr so gutes Wetter sein. Die Vorhersage heute sagt das auf Wochenende nicht so. Ich weiß nicht, also keine Ahnung, ob man so weit in die Ferne mit dem Wetter gucken kann. Das werden wir einfach abwarten. Und es gibt kein schlechtes Wetter. Das wissen wir doch alle. Das wissen wir doch. Zur Not grillen wir im Backofen. Gut. Also, liebe Freunde, das war's für diese Woche. Ich bin durch. Du auch? Hast du noch was zu erzählen? Nee, alles gut. Ja, nee, okay. Jo. Gut. Ich werde sehr bemüht sein, diese Woche all eure Kommentare zu beantworten. Die von diesem Video und die von letzter Woche auch noch. Das Wichtige haben wir euch jetzt schon erzählt. Genau. Also, nächsten Montag, Ostermontag, gibt es keine Leni und Toni Show. Wir sehen uns wieder in 14 Tagen in alter Frische, vielleicht mit ein bisschen mehr Inhalt und ein paar anderen Bildern und das soll nicht nur uns zwei. Und schauen wir mal, was passiert. Und wenn was Wichtiges passiert, melden wir uns vielleicht trotzdem. Mit einem Stream. Aber das ist wirklich jetzt, also das nicht jetzt warten, dass was kommt, weil genau. Das müssen wir noch selber für bei uns nachdenken. Liebe Freunde, danke fürs Zuschauen. Bitte genießt die Ostertage, genießt die schönen Frühlingstage, bleibt fröhlich, ärgert euch nicht über Sachen, die ihr nicht ändern könnt. Bitte vergesst es nicht, es ist ganz, ganz wichtig. Es nützt nichts, es nützt ja nichts. Und glücklich sein ist eine Entscheidung, ganz wichtig. Bleibt gesund, passt auf euch auf, passt auf alle anderen auf. Habt schöne Ostern, habe ich glaube ich schon gesagt. Ja. Du müsstest jetzt noch sagen, viel Spaß beim Eiersuchen, weil das irritiert mich jedes Jahr aufs Neue. Viel Spaß beim Eiersuchen. Und bis spätestens in 2 Wochen, wenn wir zahlreich versammelt wieder hier vor diesem schönen Bild stehen. Oder auch woanders. Und unseren Blumen und euch erzählen, was alles Lustiges passiert ist. Danke an euch für alles. Tschüss. Frohe Ostern. Tschüss.